und somit herzlich willkommen zurück zu Monster Energy Supercross 5. Wir haben wieder ein paar Punkte gesammelt. Ja, wir kommen eigentlich bis hier runter. Wir haben jetzt hier eigentlich alles auf demselben Level. Ich mache jetzt einfach mal hier immer so schön gleichmäßig alles hier noch nach unten. Und dann bin ich mal gespannt, hey. Weil dann werden wir ja ganz schön Punkte sammeln, wenn wir die hier noch haben. Und wir sind ja jetzt in der West und wenn wir in die East kommen, werden wir das ja gar nicht freischalten. Hebel blockieren im Kapitel Profi auf das, denke ich mal, müsste ich ja erst in der 450er Saison freischalten können. Können wir übelst Punkte sammeln. We are at AT&T Stadium in Arlington, Texas. Thousands have shown up to cheer on the riders of the Monster Energy AMA Supercross, and we are here to commentate this incredible evening. This is Daniel Blair, accompanied by my colleague, five-time Monster Energy Supercross champion Ricky Carmichael, and we're ready for the beginning of another incredible event. So, waren wir nicht letztes Mal auch schon hier? Kann sein, dass wir irgendwie zweimal fahren? Oder vielleicht ist jetzt auch eine andere Strecke drin, aber waren wir nicht letztes Mal auch beim AT&T Stadium? Oder fahre ich jetzt irgendwie nochmal doppelt? Aber die Strecke ist eine andere. Alter, wie lange bleibt denn der Autopilot hier drin? Ach, und plötzlich ist er weg! Okay, irgendwie ist der Balken hängen geblieben. Ja, aber jetzt bin ich ja schon mitten in der Runde eigentlich. Oh, wow, wow! Oh, okay. Das war gar nicht gut. Naja, egal. Okay, hier müssen wir aufpassen. Wir schauen uns ja schon mal die Strecke so ein bisschen an. Hier kommt auch ein krasser Sprung. Da müssen wir aber, glaube ich, gar nicht so weit springen. Hier sollte man dann fett. Na, guck mal, die schaffen das auch nicht ganz. Oh je. Ich habe irgendwie schon... Also, das war eine komische Strecke hier. Ich habe ja schon ein ganz schlechtes Gefühl, weil hier irgendwie ganz komische Sprünge sind. Sehr seltsame Strecke. Alter! Okay, holz mich da so ein bisschen weg. Fahren wir hier wieder rein. Okay, hier mega enge Kurven, dann auch so riesen Hügel. Oh je, das kann ja interessant werden. Da bin ich mal gespannt, wie wir hier abschneiden. So, hier. Beste, einfachste Sprung, oder? Ja, Startziel gerade. So, fahren wir hier so. Dann haben wir ein Waschbrett. Das geht auch einigermaßen, wenn man gerade bleibt und die Geschwindigkeit passt. So, hier ein bisschen... Alter, ich fahre voll hin rein, obwohl ich gebremst habe. Hier fahre ich jetzt gar nicht so schnell. So, hier wäre es geil, hier hochzukommen. Genau. Und dann kann man hier so fett diesen Sprung machen. Alter, nice. Wie geplant, hey. Gibt's ja gar nicht. So, hier ein bisschen aufpassen. Oh, hier kann man so innen rein. Innen ist ja so der Hügel ein bisschen flacher. Das wäre vielleicht ganz gut. Dann hier. Oh, das war vielleicht ein bisschen zu weit. Ja, geht eigentlich einigermaßen. Ja, war jetzt nicht perfekt, aber... Besser wie davor. Hier müsste ich eigentlich auf die oberen flachen Dinger hinkommen. Da müssen wir mal gucken, wie ich das mache mit der Geschwindigkeit. So, Platz 1, 2,6 Sekunden fast. Okay, sieht eigentlich ganz gut aus. Schauen wir, ob wir noch ein bisschen was besser machen können, wenn der hier nicht so blöd fährt. So, okay, hier einfach mal... Ja, ging einigermaßen. Ich weiß nicht, wie viel Gas ich hier nehmen soll. Das ist so die große Frage. Hier muss man diese schon aus der Kurve rausnehmen. Dann kommt mir richtig geil durch. Oh, hier nicht so schnell. Da habe ich vorher auch ein bisschen weit gesprungen. Hier könnte man auch theoretisch zuerst innen fahren und dann außen den Sprung mitnehmen und den zweiten Hügel überspringen. Ah! Okay. Haut's mich hier einfach hin. Ja, jetzt ist die Runde eh total verkackt. Vor allem hier an einer richtig blöden Stelle hingelegt. Wenn man hier gar nichts mehr machen kann. Wie war's ja geil hier oben? Aber ja, jetzt habe ich hier eine falsche Geschwindigkeit. Ich fahre jetzt auch gerade mit Absicht so ein bisschen experimentierfreudig, um vielleicht noch ein paar Sachen auszuprobieren, zu schauen. Einfach um zu sagen, sorry!
dass ich, weil ich dem Rennen weiß, wie ich am besten fahren kann. Deshalb probiere ich hier und da mal noch ein paar Sachen. Hier bin ich doch manchmal... Oh, come on. Ein bisschen schnell. So, wie gesagt, hier am besten so... Ah, ja, okay, es wird es wohl nicht reichen. Naja, leider nicht. Leider schade. Ein bisschen langsamer und dann hier, aber das wird halt auch nicht reichen. Schon so schön dagegen. So, oh. Gehen wir noch hinten rein. So, hier diesen Sprung so runter. Das ist zum Beispiel auch ganz gut. Ah, okay, zu wenig Gas. Hier habe ich ein bisschen wenig Gas gegeben. Ich wollte es ein bisschen anders fahren. Also dann schaffe ich den nächsten Sprung hier nicht. Wenn ich hier extra mich so ein bisschen platziere, reicht es halt trotzdem nicht. Das ist halt mies. Oh, oh, hier drauf. Okay. Ah, das war ganz nice. War jetzt nicht so geplant, aber war ganz nice. Ja. War jetzt hier natürlich in die Kurve rein ein bisschen blöd, aber... Es könnte interessant werden, es könnte echt interessant werden, aber ich habe das Gefühl, dass ich nicht besser werde. So, 1.10 haben sie. Und jetzt plötzlich? Ah. Sie haben sich jetzt nicht großartig gebessert. Was war es? 1.10.4 irgendwas und 1.10.5. Aber wieder die ersten vier Plätze nach mir haben genau die gleiche Zeit. Seltsam, Leute. Seltsam, seltsam. Only one race separates us from learning who will leave as tonight's winner. We are Daniel Blair and Ricky Carmichael, live from the second round in Arlington, Texas, for a new night of racing in the Monster Energy AMA Supercross. Ricky, what does it mean to race here in Arlington? Daniel, this year's track seems incredibly technical and fun. I can't wait to watch the race. Just a few more minutes. Okie dokie, los geht's. It's a hail of applause for this rider. Considering what we expect from him this evening, there's no doubt that it's well deserved. Ja, ja. Jetzt so langsam kann ich mal wirklich im Spotlight sein. Wir haben es richtig gut aufgeholt. Wieso bloß nur? Bin ich einfach so gut geworden? Oder ist die Schwierigkeit irgendwie runtergegangen? Ich weiß es nicht. So, wir sind immer noch auf Mittel. We're just minutes away from the start of this race. The riders are lined up on the starting grid and they're only waiting for the gates to drop. Wow, ich bin auch schon sehr gespannt. Ich meine, das letzte Rennen lag mir ja richtig gut. Muss ich ehrlich sagen. Aber hier... Ich weiß nicht. Hier ist ein bisschen schwierig. So, oh, schön. Bisschen früh vom Gas gegangen, aber ich habe halt auch nicht gebremst. Alter, Falter. Aber ich habe den Holeshot. Ja, jetzt ist ein bisschen blöd. Jetzt werden mich ein paar wohl überholen. Natürlich. Ja, ich habe halt hier kein so gutes Gefühl, weil halt auch das Qualifying nicht so gut lief. Also eigentlich, okay, Platz 1, aber so generell vom Fahren her, aber klar, okay. Aber wenn die Gegner auch nicht so gut sind, dann geht's vielleicht ein bisschen. So, ich gehe mal hier ein bisschen weit raus. Wenn es nicht so innen rein, dann fährt mich noch einer an vielleicht. So, jetzt hat sich's langsam ein bisschen stabilisiert. Was sind wir? Platz 5, 6, irgendwie so in die Richtung. So. Oh, hier habe ich ein bisschen viel Gas gegeben, aber na gut. Ah, jetzt schaffe ich den Sprung leider nicht so ganz. Jetzt kriege ich den halt auch nicht hin, aber gut, der andere auch nicht. Wow, hier einmal unten durch. Okay, war ein bisschen gefährlich. Wenn er so richtig auf meine Rübe springt, dann könnte das halt auch anders geändert haben. Aber es war noch gut. Uiuiui. Ganz ruhig, Kollege. Bleib auf dem Bein. Alles ist gut. Jetzt komme ich ja voll gegen das Ding. Alter, das ist weggegangen. Ich dachte, das ist ein bisschen stabiler. Nachdem ich hau jetzt hin, weil ich hier gegen diese komische, jetzt mal Dose geflogen bin. Weil hier drüben das Monster Energy sieht aus wie eine Dose. Aber das andere, da stand nicht Monster Energy draus. Von der anderen Seite ist was anderes drauf. So, gesehen. Aber wir sind jetzt nach vorne gekommen. Ist doch mal schön. Bestzeit 1.6.8. Was hatte ich von der Zeit? Ich weiß es gar nicht. So gut war ich doch gar nicht, oder? Die anderen hatten ja, glaube ich, 1.10. Ich war aber keine 4 Sekunden. Hat ja, glaube ich, 2 Sekunden oder so Vorsprung. Ich habe, keine Ahnung, voll nicht mehr auf meine Zeit geachtet. Muss ich ehrlich zugeben. Ah, das war ein bisschen schlecht gebremst.
Hab ja in der Kurve noch mit der Hinterradbremse gebremst. Das war gar nicht so gut. Die Aktion. Oh Mann. Naja, kommt er schon. Der Mr. Swall. Uiuiui. Okay, ja, schön die Kurve genommen irgendwie. Auch wenn es gar nicht so geplant war, aber ich möchte mich ja nicht beschweren. Oh no. Keine schöne Landung. Hier auch nicht. Schade. Alter, ich komme hier nicht hoch. Oh nein. Ich war ein bisschen zu zaghaft mit dem Gewicht. Da werde ich wieder direkt überholt. Oh je. Jetzt muss ich ein paar Leute einholen. Aber man merkt hier... Ich meine, okay, es ist natürlich extrem krass, wie gut mir die Strecke liegt. Also die Strecke liegt mir nicht gut, aber die... Das Ding, wie gut mir eine liegt. Ich meine, im letzten Rennen hat es mich ein paar Mal hingehauen, da war ich immer Platz 1. Und hier muss ich jetzt richtig aufpassen, weil ich hier generell halt nicht so schnell durchfahre. Und wenn es mich dann halt noch hinlegt, dann... Oh, jetzt fahre ich hier hinten rein. Oh, Moment mal, das geht, glaube ich, so einigermaßen. Den einen haut's hin, mich haut's auch in den anderen. Ja, klar, der konnte weiterfahren. So, jetzt bin ich wieder Platz 5. Irgendwie wie so ein Teufelskreis hier. Ah! Wah, 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 wah. Nein! Was war jetzt los? Voll durchgedreht. Einmal darf ich rewinden. Das ist mein Joker. Come on. Ein einziges Mal. Jetzt verkacke ich voll. 500 Mal. Und ich darf nicht rewinden. Oh mein Gott. Autsch! Hallo? Wo kam der? Voll in den Rücken rein. So, jetzt komme ich hier. Alter, Falter. Das gibt's ja nicht. Come on. Muss zumindest vor dem Pierce sein eigentlich. Das ist schon gut, dass wir da zumindest ein bisschen aufholen. Und er ist jetzt aber ein Platz vor mir. Oder direkt, ja, also direkt vor mir. Sagen wir es so. Aber das kann ich hier nicht so reinfahren, wie ich im Qualifying reingefahren bin. So hier schön mit Vollgas, weil der Kollege mir im Weg war. Dafür haut es mich jetzt hier sicher nicht hin, aber die anderen haut es halt diesmal auch nicht hin. Leider schade. Alter, der Kollege geht mir gerade schon so ein bisschen auf den Sack. So, oh, hier schön rübergekommen. Jetzt, oh, jetzt wollte ich innen reinziehen. Das hat aber natürlich nicht gereicht. Alter, ist schon vorbei. Gibt's ja gar nicht. Oh, okay. Okay, ihr habt nichts... was mache ich denn? Das war ja mal totaler Schwachsinn. Ich meine, der Sprung war hier ja eh schon schräg. Ist auch nicht besser eigentlich. Ja, oh, come on. Und ich kann nicht zurückspulen. Was mache ich für einen Scheiß hier? Oh, Mann. Ja, aber es war eigentlich mein Fehler. So, es steht letzte Runde, aber wir haben noch eine. Also, glaube ich zumindest, oder? Ich habe noch eine Chance, vor dem Pierce vielleicht zu landen, wobei der gerade ganz schön Vorsprung hat, meine Freunde. Come on, Concentration. So, ganz ruhig. Hier rum. Ah! Shit! Hier durch. Ah, nicht gut gelandet. Leider nicht gut gelandet. Schade. Oh, Mr. Brown. Er haut, legt sich einfach hin. Ich mich auch gleich. Oh nein, was mache ich denn hier für einen Scheiß? Kann man nicht blockieren? So ein Noob. Ja. Oh nein, er zieht ihn durch. Was für ein Sack. Gibt's ja gar nicht. So, und jetzt am besten noch mal ein paar überholen. Oh, ich bin nicht im Flow. Gar nicht im Flow. Uiuiui. Jetzt komme ich hier voll hin. Oh nein! Oh, come on, das ist mies. Richtig mies. Hier total verkackt. Oh, shit. Alter. Ich war im letzten Rennen so geil. No holds barred. Let's see the final ranking of this main event together. Ich war im letzten Rennen so geil und jetzt ist der Pierce auch noch vor mir. Okay, ein Punkt, aber trotzdem. So, insgesamt auf der Tabelle, wir rutschen sogar einen Platz nach vorne.
Ja. Oh, Mr. Pierce ist nur noch. Eigentlich Mr. Brown, nicht Mr. Pierce. Ist sogar auf Platz 2 gerutscht. Der gibt seinen Red Plate ab. Aber na gut. Wir haben um ihn gekämpft. Ja, wir sind ein bisschen nach vorne. Hier ein Punkt auf Platz 10. Das geht einigermaßen. Aber dann sind es halt immer noch 36 Punkte auf Platz 1. 37. Er hat 51. Ich habe nur 50. Verdammt. Ja, leider schade. Es war ein Kampf, aber man muss halt auch... Also, ich muss halt dazu sagen, also das letzte Rennen lag mir richtig gut. Das Rennen hier zum Beispiel gar nicht. Also ich will jetzt gar nicht auf Schwierigkeitsgrad oder will jetzt gar nicht auf Schwierigkeitsgrad eingehen oder sagen, oh, die anderen haben voll die Fehler gemacht oder haben mich blockiert. Nee, es war für mich einfach eine Kackstrecke, mit der ich nicht klargekommen bin. Muss ich ehrlich sagen. Deshalb leider nicht gut abgeschnitten. Erster Anfang. Schon was mit 20, irgendwie Prestige Level 20 oder so, keine Ahnung. Ja, dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir leichte Verletzung. Okay, ich heil mal. 10.000 geht eigentlich. Ja, dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Hoffentlich wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.